Zumal, wenn es so wäre, seit 20 Jahren ist die Politik dabei, die Kinder zu fördern mit allen Möglichkeiten. Kindergeld, Kinderfreibetrag, Erziehungszeiten. Also es wird die Ausgaben, die wir auch staatlich aus Steuermitteln Trotzdem ist es eines der größten Armutsrisiken, alleinerziehend zu sein. Also die Förderung, die der Staat hier dazu gibt, die gleichen nicht mal im Ansatz die zusätzlichen Kosten, die man durch Kinder hat, wieder aus. Krediten für die Kinder ausgeben, die sind gestiegen innerhalb von 30 Jahren. Aber nicht so steil wie die Wohnkosten. Die Wohnkosten. Frag gerade einer im Chat, wie soll man das umverteilen? Ja, erstmal durch höhere Steuern auf hohe Kapitaleinkommen. Und früher war es mal so, dass man auch auf Kapitaleinkommen keinen pauschalen Steuersatz gezahlt hat, sondern entsprechend dem Einkommen besteuert wurde. Das heißt, ein Kleinaktionär hat viel geringere Steuern gezahlt als ein Großaktionär. Und für einen Großaktionär hat dann für den größten Teil seines Einkommens der Spitzensteuersatz gegriffen, der früher auch nochmal deutlich höher war. Der lag mal bei 56%, dann unter Helmut Kohl bei 53% und Gerhard Schröder hat dann auf 42% abgesenkt. Merkel hat dann wieder einen neuen Spitzensteuersatz von 45% eingeführt, aber im Endeffekt war der Spitzensteuersatz viel, viel höher. Und dann hat man in der Regierung Merkel gesagt, so, Kapitalerträge, so ein Spitzensteuersatz von 45%, der ist ja schon ziemlich hoch, die besteuern wir jetzt pauschal nur noch mit 25%. Dadurch werden Kapitalerträge heute viel, viel geringer besteuert als Arbeitseinkommen. Das heißt, wir müssten erstmal Kapitalerträge wieder genauso besteuern wie auch normales Einkommen. Das wäre der erste Schritt. Dann sollten wir die Vermögensteuer wieder einführen, dann die Erbschaftssteuer für reiche Leute deutlich erhöhen und für den Mittelstand abschaffen. Also die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer ruhig hochsetzen. Also 3, 4, von mir aus auch 5 Millionen Euro. Aber dann alles, was da drüber ist, höher besteuern, als es aktuell besteuert wird. Ich meine, wir sehen ja, wie Superreiche ihre Erbschaften gar nicht mehr besteuern müssen, weil sie einen richtigen Steuerberater haben. Also wir sehen ja, wie ein gutes Beispiel ist Matthias Döpfner. Dem wurden von Friede Springer ihre Anteile am Springer-Konzern übertragen und er hat dafür keine Erbschaftssteuer gezahlt, weil es eben steuertechnisch möglich war, sich an dieser Erbschaftssteuer vorbeizuwieseln. Die Wohnkosten sind in den Städten natürlich gestiegen, weil dort alle Leute hinwollen. Aber trotzdem, das ist doch kein Grund, keine Kinder zu kriegen. Das ist niemand. Sagen Sie so leicht. Also das können Sie wirklich. Das ist eine steile These, aber das können Sie wirklich nicht ernsthaft sagen, dass wir das da. Private Anschauung. Ich habe mir meine drei Kinder zugetraut. Anschauung ist leider keine Statistik. Auch die Statistik. Also das Einkommen der gesamten Arbeiterschaft hinkt seit den 70er Jahren hinter der Produktivitätsentwicklung her. Und vor allem die ärmeren Lohngruppen, die haben in den letzten 30 Jahren keine relevanten Reallohnzuwächse mehr gehabt. Also das stimmt ja schon. Also nur weil die gesamte Volkswirtschaft reicher wird, heißt das nicht, dass alle reicher werden. In den letzten 30, 40 Jahren haben wir halt gesehen, wie eine sehr kleine, sehr reiche Schicht, das oberste Prozent der Bevölkerung, sehr viel reicher geworden ist. Wie aber die ärmere Hälfte der Bevölkerung immer weiter abgerutscht ist. Ja, aber ich kenne ja meine Schicksalsgemeinschaft. Ja, aber ich kann es auch bestätigen. Ich meine, ich bin ja jetzt eine dieser jungen Frauen und es sind einfach andere Verhältnisse als damals. Man tut nicht mal die ganze große Familie in ein Zimmer. Und das ist schon etwas, was man viel so hört, ob man sich das zutraut. Okay, aber dann müssen wir jetzt mal das, was Sie da gerade sozusagen so nebenbei mitliefern, ist, unsere Ansprüche sind deutlich höher geworden. Ja. Das Interessante kommt natürlich aus einer etwas anderen Generation und argumentiert auch anders. Ich sag mal, unsere Eltern haben ehrlich gesagt mit sehr viel Gottvertrauen Kinder bekommen. Die hatten Horrorinflation zu 12, 13, 14% in Italien der damaligen Zeit. Und meine Eltern haben 3 Kinder bekommen, die hatten keinen Plan davon, wie das eigentlich geht. Markus Mare, nein, die Unternehmen investieren nicht mehr, sie sparen aktuell. Also die Unternehmensinvestitionen, egal welche Kennziffer du dir anguckst, den Finanzierungssaldo der Unternehmen, die Nettoanlageinvestitionsquote, die Bruttoanlageinvestitionsquote, egal was du dir ansiehst, die ist in den letzten 30 Jahren gesunken. Die Unternehmen investieren heute weniger, obwohl die Vermögen der Reichsten gestiegen sind. Also egal was du da jetzt dir anschaust, die Reichen investieren das Geld, was sie haben, nicht, sondern sie stecken das an die Finanzmärkte und versuchen da mehr Geld mitzumachen. Ja, Marius, das ist eine Frage, die man empirisch beantworten muss. Das kann man jetzt nicht so allgemein formulieren. Also
Unternehmer investieren nur Geld, wenn sie auch sich darauf verlassen können, dass die Produkte, die in ihrer Investition hergestellt werden sollen, auch abgesetzt werden können. Also wenn die Bevölkerung kein steigendes Einkommen hat, dann investieren Unternehmen logischerweise auch nicht. Ich meine, kein Unternehmen stellt irgendwelche Produkte her, die niemand kaufen will. Und die Bevölkerung kann die Produkte nur kaufen, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt. Und wenn wenn die Einkommen von zumindest der ärmeren Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht steigen, über mehrere Jahrzehnte hinweg, dann können sie logischerweise auch ihre Nachfrage nicht erhöhen und dann lohnt es sich für die Unternehmen auch logischerweise nicht mehr zu investieren. Das heißt, wenn wir mehr Investitionen sehen wollten, dann müssten wir erstmal die Einkommen der Menschen erhöhen. Dann müssten wir dafür sorgen, dass die Löhne entsprechend der Produktivität steigen. Dann müssten wir ein anderes Steuersystem ran, also beispielsweise die Steuern für die Reichen erhöhen und die Steuern für die Mitte und die Armen senken. Also das würde die Investitionen viel eher ankurbeln. Also nur weil Reiche Geld haben, investieren sie dieses Geld noch lange nicht. Aber sie haben darauf vertraut, dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Und das würde ich schon sagen, dass uns dieses Vertrauen darauf, dass man es schon irgendwie hinkriegt, das ist uns abhanden gekommen. Wir wollen es perfekter machen, wir wollen es besser machen, wir wollen wissen, wie wir die Kinder ausbilden können. Und wenn wir das nicht ganz sicher wissen, dann sagen wir lieber, dann lass mal. In unserem Haus Frankfurt, wo Sie sagen, da kann man überhaupt keine Kinder mehr kriegen, wohnten, als wir da eingezogen sind, unten 130 Quadratmeter. Mhm. Eine Familie, zwei Kinder. Und die Großeltern wohnten da auch noch. Jetzt sind über uns die Familie ähnlicher Grundriss, normaler, nix Luxus, Altbau, 130 Quadratmeter. Ein Paar, beide berufstätig, mit zwei Kindern ausgezogen, weil sie gesagt haben, das können wir der Familie nicht mehr zumuten, auf so beengtem Raum zu reden. So ist es. Also die Ansprüche sind wirklich größer geworden. Das ist ja in Ordnung, aber dann muss man bereit sein und man kann es ja doch auch. Dann muss man bereit sein, mehr Geld eben auch für das Wohnen auszugeben. Jedenfalls, wenn man es da, wo alle hinwollen, wo gerade die Jungen. Man kann auch staatlich Mietpreise regulieren. Man kann auch staatlich Wohnraum schaffen. Die Ampelregierung macht gerade genau das Gegenteil. Sie lässt den Wohnungsbau in Deutschland gerade brutal einbrechen. Also wir sehen, wie dieses Ziel von 400.000 neuen gebauten Wohnungen pro Jahr katastrophal verfehlt werden wird dieses Jahr. Man wird wohl eher bei weniger als 300.000 Wohnungen im Jahr rauskommen. Jungen Familien ja alle.